Die Angriffe der Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer machen sich auch hierzulande immer stärker bemerkbar. Im Hamburger Hafen kommen weniger Waren an und dann oft auch noch verspätet. Etliche Händler stehen daher bereits jetzt vor leeren oder zumindest fast leeren Regalen. Paletten sind für uns so gut wie weg. Also hier sieht man vielleicht, da sind vielleicht noch 20 Produkte da, hier sind vielleicht noch 60 da, da sind vielleicht noch 10 da. Und das reicht uns nicht. Eigentlich müssten hier mehr als 2000 Vasen stehen, die Florian Berger jetzt an Möbelgeschäfte, Geschenkartikelläden und Museumsshops schicken wollte. Hier seht ihr leider nichts. Das ist das, worauf wir warten. Also wir können an den Handel im Moment nicht ausliefern. Der Unternehmer lässt rund 70% seiner Waren in China herstellen, von dort mit dem Schiff nach Hamburg bringen. Doch in seinem Lager kommen die Produkte momentan bis zu 4 Wochen später an. Was für uns als Firma bedeutet, wir können die Ware später ausliefern und Rechnung später schreiben und haben damit natürlich einen Knacks im Cashflow. Mehr als 100.000 Euro hat Florian Berger deswegen nach eigenen Angaben bereits verloren. Auch andere Unternehmen in Deutschland warten auf Waren, so die Logistiker in dieser Hamburger Spedition. Denn viele Reeder haben ihre Routen wegen der Angriff der militant-islamistischen Houthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer geändert. Längere Wege ums Kap der guten Hoffnung bedeuteten höhere Preise für Sprit und Versicherungen, aber nicht zwangsläufig für Verbraucher. Es passen fast 8.000 bis 10.000 Turnschuhe in einen Container. Selbst wenn die Frachtrate um 4.000 Dollar steigt, dann sind wir immer noch im Centbereich, was das auf den Produkt, den Verbraucherpreis letztendlich auswirkt am Ende des Tages. Unternehmer Florian Berger will seine Preise erst einmal nicht erhöhen. Bundesweit könnten sie aber steigen, so die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Denn erste Lager liefen leer. Es fehlten etwa Baumaterialien und Elektroartikel. Auf einmal doch ein Lichtblick für den Hamburger: Nachschub. Da steht drauf 1 von 52. Also wir hatten eigentlich mehr Ware erwartet. Aber jetzt sind wir natürlich froh, dass wenigstens schon mal eine Palette kommt. Ne? Aber die wird nicht reichen, um alle seine Aufträge abzuarbeiten.